Deutschland hat wie kein anderes Land der Welt im 20. Jahrhundert Elend, Not und Vernichtung über die Länder der Welt gebracht. Das Land von Luther und Zinzendorf, das Land der Reformation und des Pietismus, das Land, von dem der Buchdruck ausging. Historiker wählten Gutenberg, interessanterweise zum Mann des Jahrtausends, weil sie gesagt haben, kein Mensch hat mehr das Leben auf diesem Planeten verändert in diesem Jahrtausend als Gutenberg. Das Land, in dem ein über 100 Jahre dauerndes Non-Stop-Gebet initiiert worden ist und das ganz maßgebliche Impulse für die weltweite Missionsbewegung gegeben hat, versank im 20. Jahrhundert in einem Taumel von widergöttlichen Aktivitäten. Und bis zum heutigen Tag ist für Geschichtsforscher nicht wirklich nachvollziehbar, was da eigentlich geschehen ist. Wie konnte es sein, dass die Kulturnation Deutschland zum größten Aggressor der Welt im 20. Jahrhundert wurde? Und dazu einige markante Punkte, die aus Deutschland im 20. Jahrhundert ausgegangen sind. Aus Deutschland kam die Initialzündung und die Durchführung des Ersten und des Zweiten Weltkrieges. Der Erste Weltkrieg als die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts kostete 17 Millionen Menschen das Leben. Der Zweite Weltkrieg 55 bis 60 Millionen Menschen. Es waren die zerstörerischsten militärischen Auseinandersetzungen aller Zeiten. Oder natürlich der Holocaust. Die Vernichtung von 6 Millionen Juden und anderen Gruppierungen, die radikale Umsetzung der Herrenmenschenphilosophie als ein extremer und verlogener Humanismus, dann die Entväterung, die zur Zeit des Nationalsozialismus erfolgt ist und die später in der DDR weiterkultiviert worden ist, von ganzen Generationen. Ein krankhafter und von Prestigesucht getriebener Imperialismus. Dann natürlich das Mitverursachen der Oktoberrevolution in Russland. Die Deutschen haben, um den russischen Kriegsgegner zu schwächen, im Ersten Weltkrieg Lenin nach Russland gebracht und haben dadurch die Oktoberrevolution erst möglich gemacht. Das hat auf der ganzen Welt Millionen und Abermillionen von Menschen das Leben gekostet. Und interessanterweise, Marx und Engels waren bekanntermaßen auch Deutsche. Und dann natürlich die wahrscheinlich zerstörerischste Kraft, die je aus Deutschland ausgegangen ist, obwohl man die oft übersieht, das ist die Erfindung, Kultivierung und Ausbreitung der liberalen Theologie. Diese kommt pseudowissenschaftlich und aufklärerisch daher und hat Millionen von Menschen auf der ganzen Welt in ewige Verdammnis geführt. Es hat große Teile der Kirche auf der ganzen Welt ihrer geistlichen Kraft beraubt. Unsägliches Elend geschah in diesem angeblich so aufgeklärten und humanistischsten 20. Jahrhundert. Im 20. Jahrhundert sind mehr Menschen als Märtyrer umgebracht worden, als in der gesamten Geschichte der Menschheit vorher zusammengenommen. Aber wieso wurde spezifisch ausgerechnet das Land mit der höchsten Industrialisierung in ganz Europa, mit dem wahrscheinlich besten Sozial-, Alters- und Gesundheitssystem der ganzen Welt, schon damals, mit einem blühenden geistlichen und kulturellen Leben zum Ende des 19. Jahrhunderts, plötzlich zu solch einem Aggressor, zu solch einem Problemfall? Und zwar innerhalb von ganz wenigen Jahren. Es war ein Land, das gerade in den Jahrzehnten vor der Jahrhundertwende eine Fülle von bahnbrechenden Erfindungen, von Nobelpreisträgern, von Entdeckungen hervorgebracht hatte. Und um diese Frage beantworten zu können, müssen wir hinter die natürlichen irdischen Ereignisse schauen. Wir müssen verstehen, dass Ereignisse von historischer Tragweite nicht einfach nur so passieren, sondern es sind Ergebnisse von Prozessen und Machtverschiebungen in der geistlichen Welt. Machtverschiebungen in der geistlichen Welt, die führen dazu, dass solche Katastrophen auf einmal ausgelöst werden oder auch, dass große Segnungen auf einmal ausgelöst werden.
widergöttliche geistliche Mächte unterschiedlicher Ausrichtung versuchen kontinuierlich Einfluss auf das Leben der Menschen zu nehmen. Das gilt für Einzelne, das gilt für Gruppierungen, das gilt auch für ganze Nationen. Und wenn immer Menschen sich diesen negativen Dingen öffnen und sich ihnen vorbehaltlos hingeben, sich gebrauchen lassen, dann werden sie zu Schachfiguren in der gesellschaftlichen und politischen Entwicklung dieser Länder. Und als ganz markante Beispiele seien dafür Marx und Hitler genannt. Ein Krieg beispielsweise geschieht nicht durch eine Verkettung von politischen Zufällen, sondern durch geistliche Kräfte, die diesen Krieg forcieren und die beteiligten Herrscher und Gruppierungen dort hineindrängen. Die Endlösung der Nazis, das war nicht eine rationale Entscheidung von einigen Politikern, sondern es war der teuflische Versuch, das Volk der Juden auszurotten, um die von Gott gegebene endzeitliche biblische Verheißung dadurch unmöglich zu machen. Und wir müssen sehen, dass die Ereignisse in Deutschland, die im 20. Jahrhundert erfolgt sind und die teilweise erstaunlich sind, im negativen Sinne, einen geistlichen Hintergrund haben. Die letztliche Frage lautet aber, wieso konnte es dazu kommen, dass in einem solch verhältnismäßig kurzen Zeitraum diese weltweit einmaligen, zerstörerischen Kräfte dieses Land so prägen konnten? Und dazu werfen wir einen Blick auf die geistliche Landschaft in Deutschland des ausgehenden 19. Jahrhunderts.